Einen wunderschönen Gut, meine lieben DSV. Mein Name ist Greg Panther und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Republic of Pirates. Wir wollen jetzt einmal Hell's Gate Island besuchen, weil ihr seht auch Lehm plus 160%. Wir brauchen Lehm sowas von dringendst. Und hier ist auch ein Kapitänsquartier. Das kann uns dann natürlich auch wieder in die Karten spielen. Eisen gibt's. Ein bisschen Platz ist auch. Sieht eigentlich recht gut aus. Dann auf geht's. Ja, für die Tavernen, ja, wie schon gesagt, also es ist Wahnsinn. Ziegel geht so langsam hoch. Lehm haben wir überhaupt nicht, so wie ich sehe, oder? 68 doch, ist auch schon voll. Okay. Dann müssen wir hier mal Lehm bauen. Wo seid ihr? Da seid ihr. Du bist die Lehmbude, die Ziegelei, genau. Bauen das Ziegelei. Viel Spaß. Personal erreicht. So, und jetzt geht es langsam ans Eingemachte. Ich versuche erst einmal die Schiffe zu ziehen. Indem ich jetzt praktisch erstmal die Schiffe. Ja, danke. Du bist ein Held. Keiner hat gesagt, dass du schießen sollst. Na gut, dann muss es halt so gehen. So. Einfach mal hier dazwischen. So, und dann gemeinschaftliches Feuer auf die Schiffe. Schön dazwischen, dann erwischen wir gleich alle. Okay, super. Soweit, so und gut. Dann einsammeln kann ich es jetzt noch nicht. Okay. Wie weit sind wir vom Hafen weg? Das ist doch schon ein ganz schönes Stückchen. Dann muss es eben so gehen. Okay. Auf geht's. Dass sich die Türme Gott sei Dank nicht bewegen können. Ja, du Trottel, der die wenigste Energie hat. Ihr seid Helden. Ich habe keine Energie, aber ich muss unbedingt nach vorne ins Gefecht. Da hoffe ich nochmal, dass die das nochmal ein bisschen fixen. Du musst natürlich hier. Du sollst dich dahin verkrümmen. Danke. An dem ist nicht mehr viel dran. So, Doppelklick reicht. Dann sammeln sie ein. Ah, oder einfach Klick. Okay. Hier hinten ist noch ein Turm. Okay. Jetzt. Du gehst dahin. Und dann Angriff. Na komm. Jetzt darfst du mitmachen.
Levelaufstieg, ne? Da sieht das schon noch richtig gut aus. Bitte gemeinschaftlich da drauf schießen. Wir haben eine neue Insel erobert. Diese südliche Insel verdankt ihrem Namen ihrer ungewöhnlichen Felsformation. Die zerklüfteten Klippen, die eine kleine Bucht umgeben, bilden einen beeindruckenden natürlichen Schutzwall gegen alle mächtigen Angreifer. Super. Dann Infrastruktur. Und wir bauen einen Dock hier ein. Und dann können wir nicht sagen, wir reparieren mal alles durch hier. Wir haben nicht ein Schiff verloren. Ach, das ist doch herrlich. Oder haben wir ein Schiff verloren? Nö. Dann passt das doch. Dann bin ich zufrieden. Ja, aber das Lehmvorkommen, das wir dringend brauchen. Lehm. Wir brauchen aber Ziege. Die Ziege geht so langsam hoch. Müssen wir mal im Auge behalten, ob Lehm sich verringert. Aber das sieht nicht so aus. 66. Gut. Was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist... das passt sogar ganz gut. Dann schließen wir dich erstmal provisorisch an. Ich weiß gar nicht, ob ich es brauche, aber ich mache es trotzdem. Aber ein kleines Erfolgserlebnis. Das ist schon mal gut. Das gefällt mir. Das heißt, die untere Insel gehört mir. Müssen wir mal gucken, wo die herkommen. Das ist nochmal eine Catch. Die könnte man auch mal wegklatschen. Und ansonsten müssen wir gucken, wie schon gesagt, wo die anderen Schiffchen herkommen. Wir bauen jetzt erstmal einmal Infrastruktur aus und müssen dann mal gucken, wie wir das machen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das ist das, was ich vorhabe. Aber ich denke mal, das ist okay so. Die bekommen gleich noch ihren Marktplatz. Das Ding. Einmal da und einmal da. Taverne können wir dann auch hier bauen schon. Das ist Scuba. Das passt. Eine Hütte. Na komm. Auf Fair Island. Okay. Aber die müsste sie eigentlich verteidigen können. Gut. Dann, meine Lieben, einmal rüber nach Fair Island. Ist das die Angriffsflotte oder ist das die... Das sind auf jeden Fall nur zwei Gocken, das ist schon mal... Ach ja, wenn sie mal ungebeten an der Tür klingelt. So. Wo sollen die sein? Ich denke, Angriff auf Red Island. Was ist das? Interagieren Sie auf der Karte markierten Stelle, um den Handel zu beginnen. Okay. Müssen wir mal kurz hier hin. Dann bauen wir hier mal noch eine Taverne hin. Müssen wir nur mal gucken. Achso, die Taverne haben wir schon hier oben stehen. Okay, never mind. Hab nichts gesagt. Wie sieht es hier oben aus? Haben wir hier überhaupt sowas schon mal hingedübelt? Nein. Müssen wir hier auf jeden Fall eine Taverne bauen.
Das heißt, wir haben dann 1, 2. Da wären es dann, glaube, 3. Ja, genau. 3, da können wir hier hinten einmachen. 4. Und dann unten bei der neuen Insel 5. Also sprich hier. Dazu brauchen wir aber hier erstmal ein paar Hütten, die, damit sich das überhaupt rechnet. Ja, und Holz haben wir gerade nicht. Aber dafür haben wir jetzt Holzstämme. Also. So. A pirate captain beckons over the side of their bark and over a measure of rum offers their services in exchange for a handful of Spanish gold. Ein Piratenkapitän winkt über die Bordwand seiner Bark und bietet bei einem Glas Rum seine Dienste im Tausch gegen eine Handvoll spanisches Gold an. 15 zahlen oder Kapitän warten, wir zahlen. Dann haben wir gleich mal eine schöne große Bark, okay. Okay. Was? Wo? Ach so. Gruppe 1. Ja. Diese Opfer haben da eh keine Chance. Sag ich doch. Rein theoretisch müssten die das reparieren, ne? Oh, das ist schön. Die reparieren schön dagegen. Die Taverne hier haben wir dann. Dann gehen wir mal kurz wieder hier runter. Das ist das. Und nochmal Infrastruktur, dass wir hier noch ein paar Hütten in Dübeln. Wir brauchen unbedingt die 5 Kneipen. Und ich hoffe, die meinen alle Inseln und nicht pro Insel. Weil ganz ehrlich, 5 Kneipen auf einer Insel, das wäre natürlich Schwachsinn. So, sammelt das mal bitte einer ein. Und das? Danke. Okay. Jetzt in der Nähe mal. Oh, die machen das sogar um die Ecke. Das ist schon mal richtig gut. Also ihr braucht es bloß mit einmal links Klick markieren und dann sammelt er das schön von allein ein. Okay. Nicht schlecht. Jetzt wüsste ich ganz gerne, wo die roten Schiffe noch herkommen. Weil rein theoretisch hat er ja keine mehr. Kocke und Dings. So. Jetzt gehen wir mal kurz hier rüber. Und dann machen wir mal eine kleine Erkundung hier. Gucken wir mal. Red Island, Hell's Gate Island. Müssen wir mal gucken. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Was bist du? Der Catch. Okay. Angriff. Ach, hier liegen auch noch ein paar Schiffsteile rum. Okay. Warum? So, einmal da anklicken, einmal da anklicken. Macht er schon. Sieht aber auch nicht so aus, als wenn ich momentan weiter hochkomme. Darfst du gerne einsammeln. Verbesserte Segel, ihr Landratten. Sammeln sich 30 Segel verbessert. Okay. Ja, sag bitte nicht. Komme in der Tat nicht weiter hoch. Okay. Da haben die mich hier praktisch dann storymäßig eingeschränkt. Okay. Dann, was haben wir hier?
Weil langsam werden die ein bisschen zu viel, die Jungs. Das ist Lehm. Wie sieht es damit mittlerweile aus? Siegel sieht tatsächlich gut aus. 3, 4, 5. 3, 4 und passt. Super. Dann würde ich sagen, wir brauchen hier noch eins davon. Und eins davon dann reparieren, abstufen, aufwerten. Haben wir noch Holz? Nein, haben wir nicht. Also brauchen wir es gar nicht erst probieren. Dann zu meiner Hauptinsel. Holz ist das, was hier so richtig fehlt momentan. Und ich dachte immer, die Sägewerke kommen nicht hinterher. Gucken wir mal Nahrungsmittel an. Das sieht aber alles noch gut aus. Alles voll. Rum müssen wir unbedingt machen. Haben wir noch Zuckerrohr? Zuckerrohr. Also Zucker haben wir noch. Das heißt, wir müssen noch ein paar Rumbrennereien machen. Eins. Zwei. Kann ich mal ein bisschen mehr expandieren, dass das, damit wir dann auch mal ein paar Minuten Ruhe haben. So. Das passt. Hier sieht es auch recht gut aus. Die Seile steigen. Das ist das, was wir brauchen. Okay, Seile rum passt. Fische passt auch. Kleidung passt genauso. Super. Dann Annehmlichkeit. Da fehlt Holz. Aber mal schnell einen Vorlauf. Reparieren, danke. Gehen nochmal bitte. Oh, das ist natürlich richtig gut. Man kann eine ganze Ecke praktisch markieren, die dann repariert wird. Na, auch nicht schlecht. So, der kriegt erstmal nur das Kleinzeug ab. Passt nicht. Passt. 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 Super. Damit mal bitte die zwei Sachen ein. Danke. Und dann einmal wieder hier. Ja, ich weiß, wir sind in eine Seeschacht verwickelt. Aber da müsste doch auch bald keine Schiffe mehr haben. Heißt, reparieren, markieren, fertig. Ja, das ist, manche Dinge sind wirklich so angenehm. Rum, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall im Auge behalten, dass die das hinbekommen. 18, 19. Also ich sag mal grob 20. War natürlich ungünstig, dass die da mit reingegrätscht haben, aber naja. So, hier haben wir jetzt 2. Hier haben wir 1. Hier haben wir auch eine. Und hier müssten wir rein theoretisch auch ein. Das heißt, wir können jetzt mal hier runter gehen. Red Island, dahin. Und nochmal versuchen, ob das mit dem Alten klappt. An angry older gentleman. With one leg and a hunch, complains about the agonizing distance he has to hobble to get to island amenities, and wishes there were more available. So, das hat man ja vorhin schon gelesen. 5 Tavernen auf ein Inseln gebaut, also gut. Das Thema schon mal durch. Jetzt, okay. Der nächste Dock wäre hier drüben. Apropos, da fällt mir noch was ein.
Ja, und da fehlt wieder Holz. Several tired workers are gathered together, complaining about their work conditions. It looks likely to turn into a mob. Mehrere müde Arbeiter stehen beieinander und beschweren sich über die Arbeitsbedingungen. Es sieht so aus, als ob daraus ein Mob werden könnte. Verringern Sie vorübergehend die Produktionseffizienz von Lehmkruten und Sägemachereien, kehren Sie später zurück an. Ja, oh. Klar, die, die am wenigsten produzieren, noch weniger produzieren lassen. Okay. Aufwerten. Nein. Das ist ja mal genial gemacht. Neue Eisenmine. Hochrufen. Jawohl. Stahlwerk. Noch besser. Okay. Sag mir bitte Kanonen. Nein. Keine Kanonen. Seefahrt, Kapitänsquartier. Dann haben wir nochmal gesteigert auf 3. Okay. Gut. Da die anderen ja mit der Nahrungsproduktion beschäftigt sind. Eisenproduktion ist hier allerdings nicht positiv. Dirty, destitute woman surrounded by at least 5 young children complains about the lack of food and clothing for her little ones. Eine schmutzige, mittellose Frau, umgeben von mindestens 5 kleinen Kindern, beklagt sich über den Mangel an Nahrung und Kleidung für ihre Kleinen. Stellen Sie 15 Stück Fleisch und 15 Kleidungsstücke bereit. Sollte ja nicht das Problem sein. Isabella told me the good news. You didn't hear? Talk of dissent has stopped. The people are happy. In fact, one person you helped came forward and gave us some information about a British West Indies Company vessel carrying some interesting cargo. Cannon blueprints. Oh, ja. Ab jetzt geht's richtig rund. Isabella hat mir von den guten Neuigkeiten erzählt. Haben Sie es nicht gehört? Das Gerede von Uneinigkeiten ist verstummt. Die Menschen sind zufrieden. Jemand, dem Sie geholfen haben, hat sich sogar gemeldet, und uns Informationen über ein Schiff der britischen Westindien Company gegeben, das eine interessante Fracht transportiert. Entwürfe von Kanonen. Versenken Sie das Schiff der britischen Westindien Company. Okay. Aber meine Lieben, das machen wir. Mal bitte Ruhe. Danke. Ne? Kinder, schön leise sein, wenn sich die Erwachsenen unterhalten. Also. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao. So, dann muss ich mal kurz gucken. Aufnahme 3 habe ich. Was ist das hier?